Wenn wir uns anschauen, Deutschland hat jetzt entschieden, Leopard-Panzer zu schicken. Insgesamt werden es aber, wenn überhaupt, 100 in ganz Europa, die dann geschickt werden. Reicht das, um Putin aufzuhalten? Ich möchte noch einmal danke. Aber leider ist alles so langsam und dafür zahlen wir mit Lebens, der größte Preis Lebens unserer Bürger. Und deswegen schnell wie möglich brauchen wir Verteidigungswaffen. Ich möchte betonen, Verteidigungs, weil verteidigen wir unser Land. Wir greifen keine an. Hoffen wir, schnell wie möglich bekommen wir die Panzer. Das ist auch wichtig für uns, zu unseres Land zu verteidigen.